Ich habe viel gezaudert und gezweifelt in der Schulzeit. Als Kind wollte ich eigentlich Ärztin werden. Ich bin mal einen Tag mit einem Feuerwehrmann mitgegangen. Ich habe dann letzten Endes Physik studiert. Und dann bin ich eingestiegen in den Journalismus. Um die Chancen ergreifen zu können, muss man eine entsprechende Ausbildung haben. Wir sparen an der Bildung, wir sparen an der Forschung. Das Wichtigste ist, junge Leute an eine Berufsausbildung heranzuführen. Dass man der Jugend wieder vermittelt, es hängt von meiner eigenen Leistung ab. Es kann nicht sein, dass in Deutschland nach wie vor das Elternhaus über den Abschluss und die Teilhabechancen der Kinder und Jugendlichen entscheidet. Das ist eine Aufgabe des Staates. Man muss auch die Hemmschuhe für mehr Bildung beseitigen. Der Bildungsföderalismus ist da ein Thema. Für Qualifizierung sehe ich in erster Linie die Verantwortung bei den Arbeitgebern. Wir müssen erreichen, dass mehr Frauen ins Berufsleben gehen. Und wir müssen vor allen Dingen die älteren und immer älter werdenden Menschen bewegen, länger im Berufsleben zu bleiben. Selbst wenn wir alle mitnehmen, die wir hier haben, werden die nicht ausreichen. Der demografische Wandel schafft natürlich veränderte Fakten. Wir haben eine zunehmende Anzahl von Menschen an oder unter der Armutsgrenze, gerade auch bei den Seniorinnen und Senioren. Also, dass die nicht auf die Barrikaden gehen, wundert mich sowieso. Ich bin der Meinung, dass Regierung und Gesetzgeber eine Verantwortung haben. Wenn man den Gesetzgeber ins Haus holt, dann behält man ihn auch als Gast. Vielleicht ist es, wenn wir alle integrieren, wenn wir alle mitnehmen, wenn wir das Ziel Vollbeschäftigung wirklich ernst nehmen. Deshalb sage ich, dass Bildung, Ausbildung, Qualifizierung, lebenslanges Lernen, das ist die beste Arbeitsmarktpolitik von heute. Sind Sie schon auf Sendung? Ach so, das habe ich gar nicht gemerkt. Das reicht. Wunderbar. Okay.